Viele Leute sind eifrig dabei, im Internet über die vierte Phase des MCUs herzuziehen und es als das Schlimmste, was jemals produziert wurde, zu deklarieren. Und wo ich zustimme, dass es definitiv einige Dinge zu verbessern geben würde und nicht alle, beziehungsweise wenige Projekte wirklich 100% gesessen haben, muss und will ich dennoch heute mal ein bisschen hervorheben, weshalb ich glaube, dass wir viel zu schnell dazu neigen, uns mitreißen zu lassen und nicht alles komplett scheiße ist, nur weil es mal mehr oder weniger kleine Probleme gab. Mein Name ist Luke, das hier ist Nerd Factory und heute will ich mal über die Stärken und Schwächen der Phase 4 des MCUs reden und wie ich es auf diesem Kanal zum Hauptmotto ja genommen habe, zu zelebrieren, was wir trotz Problemen bekommen haben, statt alles einfach nur zu demontieren und als schlecht abzutun. Wenn ihr solchen Content mögt, dann lasst doch mal ein Abo da, falls ihr das noch nicht habt, weil das wirklich sehr, sehr gut dabei hilft, den Kanal an mehr Leute zu tragen und vielleicht auch ein bisschen mehr Positivität in die Marvel-Community in Deutschland zu bringen. Falls ihr noch mehr machen wollt, um mich zu supporten als das, dann werdet doch einfach Patreon oder Kanalmitglied, die hier jetzt gerade durchfliegen. Ich versuche gerade auf die 300 Supporter jeweils auf den Plattformen zu kommen und mit 221 sind wir auf Patreon gar nicht so weit entfernt. Bei YouTube stehen wir momentan auf einer guten 110. Also klickt doch unten mal Mitglied werden oder werdet Patreon und ich blende dann immer wieder mal ein, wo wir gerade stehen. Die verschiedenen Perks, die bieten euch da auch Vorteile, wie beispielsweise ab dem 300. Patreon ein extra Video im Monat, was es ab dem 10-Euro-Perk jeweils gibt. Aber legen wir doch einmal los. Was ist denn eigentlich die generelle Kritik am MCU, die ich zumindest hier auf diesem Kanal regelmäßig lesen darf? Nun, da kommt es ganz sehr auf den Film oder die Serie an, um die es sich gerade dreht. Bei She-Hulk gab es offensichtlich ein paar andere Kritikpunkte, die Leuten aufgestoßen sind, als zum Beispiel bei Moon Knight oder Doctor Strange. Aber es gab auch da Dinge, die bei allen drei Problemen und eigentlich durch die komplette Phase sich durchgezogen haben. Gerade als YouTuber mache ich auch immer mal wieder den Fehler, dass die Zuschauermeinungen für mich komplett verschwimmen und es sich so anfühlt, als wäre es nur eine Person, die da alles schreibt und einfach alles scheiße findet. Und ja, diesen Eindruck bekommt man sehr schnell auch auf den sozialen Netzwerken als regulärer Konsument. Filmkanäle kritisieren das Leben aus dem Projekt, was zugegeben ein bisschen der Sinn von Filmkritiken ist, etwas strenger zu sein, und dadurch mischen sich aber auch noch darunter toxische Leute, die vor allem die progressiven Statements hier kritisieren und ein Zerstörungsvideo nach dem anderen rausfeuern, weil She-Hulk in 6 Stunden Content irgendwie 4-mal kurz gesagt hat, dass es komisch ist, was Männer manchmal machen und dass ein Eternal schwarz und schwul ist. Dazu noch einmal ganz klar, das ist eben nicht bei allen so, aber es vermischt sich mit dem Rest. Ich möchte diese Leute aber auch gar nicht ansprechen, eben gerade weil das diese ganze Konversation komplett verwässert und wie gesagt oft auch normale Filmkritik irgendwie so ein bisschen unterwandert und die Leute dann manipuliert, Dinge schlechter zu finden, als sie tatsächlich sind. Ja, Massenpsychologie ist ein spannendes Thema, was ich damals auch im Studium hatte, und der erste Punkt davon ist, dass man mit einer Prise Hass die Leute zu sehr vielen Gedanken bewegen kann, die sie normalerweise vielleicht nicht hätten. Aber wie gesagt, nicht das Thema heute. Warum erzähle ich euch das nun also? Weil ich nur die Kritik ansprechen kann, die ich mitbekomme. Und das wird zu 99% nicht genau deine Kritik, der da sitzt, sein, aber auch mit in dieser enthalten sein. Also, wenn ihr euch zwischendurch gereizt fühlt, sowas zu schreiben, nee, du, ich glaube nicht XY, wie du sagst, ist das Problem, das viel größere Problem ist A, B, bitte unterlasst solche Kommentare einfach, weil das ist nicht der Punkt von diesem Video, wenn ich gleich einige der Probleme hier anspreche. Es geht darum, Dinge in Relation zu setzen mit dem, was eben kein Problem an den Projekten war, denn es gibt da ein Muster, auf das ich gleich auch nochmal zu sprechen komme, was bei sehr vielen Kommentaren mitschwingt. Und nein, nicht jeder, der etwas an den Marvel-Filmen und Serien zu kritisieren hat, ist ein toxischer Mensch, aber es gibt eben unter der Kritik auch einiges Toxisches, was sich über diese Bubbles dann als stärkstes und schnellstes verbreitet, weil Hass einfach viel, viel intensiver ist als Sympathie. Und das heutige Video ist gesponsert von NordVPN. Falls ihr das noch nicht kennt, ein VPN ist ein System, mit dem ihr eure IP-Adresse an einen anderen Ort versetzen könnt. Das hilft zum Beispiel damit, wenn ihr im Urlaub seid und auf dem deutschen Netflix beispielsweise Sachen schauen wollt und dass in diesem Land aber Serien gibt, die nicht verfügbar sind für euch vielleicht, aber zu Hause schon, könnt ihr einfach eure IP-Adresse wieder nach Hause versetzen und von da aus schauen. Aber nicht nur im Ausland hilft es sehr, einen VPN-Service nutzen zu können, nein, auch im
England, kann das dafür sorgen, dass ihr deutlich schnelleres Internet bekommt, weil euer Internetanbieter möglicherweise eure Datenpakete auf ganz eigenartige Art und Weise quer um den Globus schickt und das kann mit einem VPN umgelenkt werden. Obendrauf gibt es auch noch jede Menge mehr Sicherheit für eure Daten, die ihr hin und her sendet, da NordVPN einen ganz besonderen Security-Service quasi um das Tunneling, was sie benutzen, herum aufbaut. Und das Allerbeste daran, wenn ihr jetzt über meinen Link unten über die Videobeschreibung oder den angepinnten Kommentar geht, spart ihr sogar noch was auf euer Angebot von NordVPN, denn das ist ein besonderes Angebot nur für euch jetzt über diesen Link. Wenn ihr also mich supporten wollt, in eurem Urlaub auf deutsche IPs zugreifen wollt oder in Deutschland auf ausländische IPs zugreifen wollt, zusätzliche Sicherheit haben wollt vor Leuten, die eure Daten eventuell abfangen können und auch die Möglichkeit haben könnt, potenziell schnelleres Internet zu haben, dann schaut doch jetzt mal bei NordVPN vorbei über meinen Link. Spart noch, kriegt ein ganz besonderes Angebot für alle Nerdfactory-Fans und NordVPN freut sich, weil ich ihnen so viele Leute weiterleite und wollen vielleicht häufiger mit mir zusammenarbeiten. Also geht doch jetzt mal unten drauf, checkt es aus und jetzt geht's weiter mit dem Rest des Videos. Aber kommen wir eigentlich mal zum Punkt. Ein allgegenwärtiges Element in der Kritik ist natürlich das CGI sowie auch das Writing, besonders der Serien, aber auch der Filme. Und die Qualität scheint da stark gesunken zu sein seit dem Beginn der Phase. Und die Leute werden auch nicht mehr so gehuckt von den Dingen. Das ist zumindest, was meine Kommentare mir erzählen. Und da waren nämlich unzählige Leute dabei, die genau diese Punkte als Grund dafür angegeben haben, dass sie kein großes Interesse mehr am MCU haben, wie zumindest noch vor ein paar Jahren. Und ich denke, das liegt aber vor allem an zwei ganz bestimmten Dingen. Der Menge und der Reihenfolge, in denen die letzten Projekte in den letzten zwei Jahren alle kamen. Die Phase startete mit WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und Loki. Die ersten Serien des MCUs und die ersten MCU-Projekte nach anderthalb Jahren. Kompletter Stille rund um diese Welt der Marvel-Helden. Die Pandemie hat besonders, weil wir mit dem Finale der ersten zehn Jahre mit Endgame sitzen gelassen wurden, für sehr viel Lust auf mehr von diesen Figuren gesorgt. Daher überrascht es eigentlich auch nicht, dass in den meisten Umfragen, die man so findet, und Rankings gerade eben diese ersten drei Projekte als die populärsten gelten. Gleichzeitig kommt aber hinzu, dass diese ersten drei Serien trotz experimentellen Zügen uns bekannte Figuren thematisieren und zeigen, was diese nach Thanos' Niederlage nun anstellt. Da war das generelle Interesse natürlich eh schon da und auch wenn gerade diese drei Projekte extrem viel verändern und auch sich einschränken mussten, weil sie eben während der Pandemie produziert wurden und daher sehr viele Szenen und Konzepte wieder verworfen wurden, kam die Problematik und Auswirkungen hier nicht so zur Geltung, weil man geschickt um die Probleme umherschiffte und wie gesagt, vor allem für den Zuschauer die spannenden Figuren und spannenden Storylines hatte. So richtig los ging es mit der Kritik nämlich eigentlich erst um Eternals und Black Widow. Ein Film über neue Figuren, die keinerlei Kontakt zu irgendetwas anderen in der Welt der Avengers aufbauen, abseits vom Name Drops, und ein Film über eine bereits gestorbene Figur, dessen Geschichte Jahre vor ihrem Tod spielt und auch überhaupt keine Auswirkungen auf das große Ganze oder ihre Figur als solches hat. Eternals war vor allem vom Writing her für viele ein Problem. Es sei viel zu langsam und langweilig. Andere Filme machten ähnliche Szenen wohl besser und dass Leute in Kit Harington auch nur Jon Snow sehen und deshalb seine Liebe zu Eternal Cersei ihnen gegen den Strich geht, scheint irgendwie auch ein Problem gewesen zu sein. Aber betrachten wir Eternals einfach mal ohne diese Linse ganz nüchtern, ist das einzige Problem der Leute, die die Langsamkeit kritisieren, eben, dass sie etwas Schnelleres erwartet haben. Ein Film, der sich Zeit lässt, ist nicht automatisch schlecht, aber er sticht im schnellen und humorvollen MCU und actionlastigen MCU eben mehr hervor. Und auch hier werden Leute jetzt sagen, nee, aber du verstehst es falsch, weil eigentlich ist ja... Und deshalb, ja, ich hätte auch gerne mehr von der Story der gestorbenen Figuren gesehen im Laufe des Films, damit ihre Tode irgendetwas bedeuten. Ich hätte nichts gegen mehr Action, einen viel bedeutsameren Antagonisten, schnellere Erzählweise wäre auch in Ordnung gewesen für diesen Film und hätte vermutlich dieses erste Outing der Eternals ein bisschen... poppiger gemacht. Alles valide Punkte, aber gleichzeitig ist das auch nur der Anfang einer großen kosmischen Geschichte, so wie erzählt es uns eben einen Teil der neuen Schöpfungsgeschichte des MCUs und baut neue Konzepte ein, deren Payoff vermutlich erst in 5-6 Jahren kommt. Und da finde ich persönlich es wiederum sehr spannend zu sehen, was nach Eternals noch kommt. Das MCU wird immer und immer mehr zu einer Art Serie. Einzelne Filme rutschen dann in die Rollen der langsamen Folgen von Shows, die neue Dinge einführen und da normalerweise auftauchen. Eternals ist das beste Beispiel dafür. Es ist ein Film, der die Geschichte startet und ich denke, im Laufe der Filme wird dieser Zweig des MCUs noch deutlich viel, viel, viel interessanter.
Und das mag jetzt für einige wie eine Rechtfertigung wirken, aber eines muss den größten Kritikern des Films auch klar sein: Nur weil er nicht perfekt ist und vor allem nur weil er ihnen nicht gefällt, macht das den Film nicht automatisch zum schlechtesten, was es jemals gab. Klar sind die Bewertungen sehr 50-50 und das ist nachweislich zu sehen. Es gibt genauso viele Leute, die den Film mögen, wie Leute, die ihn eben nicht mögen. Und wenn ihr jetzt sagt, aber ich kenne niemanden, der den mag, dann liegt das einfach daran, dass ihr niemanden kennt, der den mag. Confirmation Bias. Ihr seht vielleicht nur YouTube-Videos, die den Film zerreißen. Ja, weil ihr nur YouTube-Videos seht, die den Film zerreißen. Twitter, TikTok, Instagram, alles basiert auf Algorithmen, die euch auf der Seite halten wollen. Schaut ihr also gerne sehr kritische Leute an mit sehr kritischem Content, dann bekommt ihr weiterhin sehr kritische Leute mit sehr kritischem Content und niemanden, der vielleicht auch mal ein Auge zudrückt oder Dinge feiert. Um wirklich zu sehen, wie die Realität aussieht, müsste man eigentlich explizit nach dem Gegenteil seiner Meinung suchen und wirklich den Leuten zuhören. Doch das wird immer und immer schwerer, weil natürlich auch Magazine, Artikel, Foren und so weiter und so fort auf das Ausspringen, was Buzz erzeugt. Und das ist Negativität. Warum glaubt ihr sonst, ist der Titel so formuliert, wie er formuliert ist? Warum sonst sollten die größten Themen auf YouTube und in der Welt immer Kontroversen sein? Und das war eben genau eine Sache, die diese Phase sehr beherrscht hat. Kontroversen. Marvel Studios haben sich ein paar Experimente abseits ihrer Formel erlaubt. Eternals war der Anfang. Thor Love and Thunder, Multiverse of Madness, She-Hulk, Miss Marvel waren alles in der ein oder anderen Weise Abzweigungen von den von Marvels Fans gewohnten Dingen und Veränderung nervt. Doch diese Veränderung sorgte gerade bei Leuten, die eben keine Experten sind, aber so wie wir alle gerne welche wären und unsere Meinungen gerne mal wie faktisches Expertenwissen präsentieren, dafür, dass sie auf das erstbeste Problem springen, was sie finden, um etwas zu kritisieren, was ihnen irgendwie nicht so gefallen hat. Black Widow ist eigentlich eines der besten Beispiele dafür, denn dieser Film wird immer und immer und immer wieder, vor allem wegen seiner insgesamt nicht so wichtigen Story, aber auch wegen eines einzigen VFX-Shots kritisiert. Und gerade das ärgert mich sehr, denn der Film hat sehr, sehr viele coole Spionage-Action-Szenen, sehr, sehr guten Humor, führt auch ein paar extrem sympathische neue Figuren ein. Auch das Konzept, dass während der Wirkungszeit der Sokovia Accords wirklich aktiv nach den flüchtigen Helden gejagt wurde und Thunderbolt Ross offensichtlich auch so ein bisschen was durchmachte, sowie wir mehr eben über die Black Widows als solches lernen, das sind alles coole Dinge. Mal abgesehen davon, dass Natashas Backstory am Anfang des Films mit einem Banger-Intro erzählt wurde, wo wirklich jeder Schnitt saß und es wirklich einfach gut rübergebracht wurde, was das für eine Situation war, aus der sie kommt. Das macht eine schlechte Greenscreen-Szene am Ende des Films, die nur ein paar Frames lang geht, auch nicht kaputt. In meinen Augen, außer man findet den Film jetzt sowieso nicht so spannend, weiß nicht, was man wirklich kritisieren soll und stürzt sich deshalb nur auf diese 3 Sekunden im Film. Mal abgesehen davon, dass es in wortwörtlich jedem MCU-Film einen schlechten VFX-Shot gibt. Das ist fast schon der Wilhelm-Schrei der Marvel-Filme. Eine Art Running Gag zwischen mir und meinen Freunden ist es tatsächlich, im Kino zu sitzen und zu finden, wo der schlechte Greenscreen-Shot ist. Und genau dieses Muster, das Greifen nach dem offensichtlichen Problem, damit man einen Filmkritiker ähnlichen Grund findet, als einfach nur zu sagen, boah, ich mochte den Film irgendwie nicht, das zieht irgendwie sich durch alle kritisierten Projekte. Und ich weiß nicht, ob mein Hirn das einfach anders sieht oder anders funktioniert. Oder die Leute, die so denken wie ich, einfach weniger emotional sind, das nicht so ausdrücken, nicht sprechen. Ich weiß zum Beispiel, dass es eine Menge Leute gibt, die genauso denken wie ich, weil ab und zu kriege ich ja Kommentare dafür. Es ist sogar im Gegenteil so, viele Kontroversen um die letzten paar Projekte stammen daher, dass die Projekte speziell waren, dass sie spezielle Gruppen ansprachen. Thor Love and Thunder ist ein sehr gutes Beispiel. Mich hat der stumpfe und dumme Humor voll abgeholt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Action von Gore sehen und ihn vielleicht in zukünftigen Filmen wieder treffen. Der Film ein bisschen länger ist, ein bisschen mehr sich Zeit lässt für die Geschichte. Aber ich realisiere, dass der Film für Kinder gemacht ist. Es ist eine Comedy, die Hemsworth und Waititi mit ihren Kindern schauen können und die Kleinen sich dabei kaputt lachen. Und das strahlt dieser Film aus. Viele dieser Szenen schreien Kinderhumor, Kinderfilm. Mich hat der Film trotzdem abgeholt. Ich finde schreiende Ziegen, die ein fliegendes Boot in einen winzigen Mond brettern, unfassbar lustig. Aber das ist eben nicht bei jedem so. Und das ist auch komplett okay, wenn ihr das nicht lustig findet. Nicht jeder findet eine Serie über eine junge Pakistani, die ihre Superkräfte entdeckt, interessant. Junge Pakistani sehen das aber vielleicht auch hier und da ein bisschen anders. Und auch nicht jeder Typ interessiert sich dafür, wie Jennifer Walters im Laufe der Serie lernt, dass sie eben doch nicht die volle Kontrolle über sich hat und Bruce definitiv einen Punkt hatte, indem er ihr sagte, dass sie vorsichtig sein muss. Das ist übrigens die Bedeutung dieser Szene hier, als sie auf der Gala aus
rastet. Sie realisiert ihre eigene Hybris. Deswegen ruft sie danach auch Bruce an. Aber sehr viele Frauen identifizieren sich eben mit sehr vielen Dingen, die hier in der Serie passieren. Meine Kommentare und DMs waren für die Laufzeit von She-Hulk voll mit Danksagungen von Zuschauerinnen, die eben genau das gesagt haben. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem, was ich in den Fokus lenken wollte. Was gaben uns diese Projekte denn neben den kontroversen Themen, die nur ein paar Minuten der Projekte ausmachten? Nun, Thor Love and Thunder gibt uns den in den Comics ziemlich wichtigen Götterpantheon des Marvel-Universums, bis hin zu sogar den Celestials. Er zeigt, wie sich diese Götter von den Normalsterblichen unterscheiden und unterscheiden wollen und rudern die Idee von Thor 1 im Sinne von Götter sind eigentlich auch nur Aliens mit hoher Technologie weiter und weiter zurück und werden wieder mystischer. Denn genau das ist das, was es in den Comics ist. Sie sind Götter. Und ein Ding, was wir hier sehr viel sehen, ist ebenfalls, dass Kevin Feige sich mehr den, und da zitiere ich mal Alvin von Rocket Beans und dem Paperback-Podcast mal, Comic-Bullshit annähern. Das sind die etwas abstruderen Dinge, die die Marvel-Comics eigentlich erst so populär machten. Dazu gehören unter anderem She-Hulks vierte Wand brechen, Thors Dusseligkeit, die One-Liner in Black Widow und auch ein bisschen anderen Quark. She-Hulk selbst bringt uns jetzt zum Beispiel die World War Hulk Storyline zusammen mit Planet Hulk. Diese Geschichten liegen da draußen und werden in den kommenden Jahren realisiert, wie wir ja auch in der Serie selbst erfahren haben, dass wir noch einen Hulk-Film in Zukunft sehen dürfen. Mit Intelligencia bekommen wir hier auch eine mögliche Geheimorganisation innerhalb des MCUs, welche in Verbindung mit AIM und Co. steht. Da MODOK ja ebenfalls bald eingeführt wird in Ant-Man and the Wasp, haben wir hier also bald einen neuen Big Player im Bösewicht-Bereich auch der kleineren Abenteuer. Nicht immer nur weltbedrohliche Dinge. Kamalas Story zeigt uns, was für Superstars die Avengers in diesem Universum sind und was für eine alltägliche Rolle Superhelden und weltverändernde Dinge in der Erde des MCUs doch spielen. Eternals bringt uns die Celestials und die Seeds dessen in Planeten, welche eine unglaublich große Rolle für den ganzen Story-Arc rund um Galaxus spielen werden, sowie den Beginn der Storyline darum, wie das Mutant-Gene in die Menschen der Erde gelangte, da es nämlich in den Comics auch ein Celestial war, der an frühen Menschen, hier wäre das vor der Ankunft der Eternals, experimentierte. Falcon and the Winter Soldier führt den Power Broker ein, oder die Power Brokerin, eine Person, die in den Comics einen Dreh- und Angelpunkt für die vielen, vielen Kräfte von vielen Antagonisten, gleichermaßen wie Helden ist. Die Geschichte von Isaiah Bradley, dem ersten Captain America, wird angeschnitten, eine der schönsten und traurigsten Geschichten des Marvel-Comic-Universums. Black Widow führt nicht nur Taskmaster ein, welche in Zukunft vermutlich viel mehr wie Tony Masters in den Comics werden wird, hier war sie ein bisschen wortkarg, der Film bringt uns aber auch noch gleich zwei Helden, die zwischen den Stühlen von Gut und Böse stehen und in Thunderbolts vermutlich allen anderen die Show stehlen werden, mit ihrem Humor und eben dem generellen Schauspieltalent dieser sehr begabten Schauspieler. In Moon Knight lernen wir die dunklere Seite des MCUs kennen und lernen, wie das Prinzip von Avataren funktioniert. Das ist nicht nur bedeutsam für Black Panther und Spider-Man's Story, das sind nämlich beides Avatare von Gottheiten, sondern gibt uns auch eine vollkommen neue Idee davon, was da draußen noch für Kreaturen lauern, die irgendwie noch wichtig werden könnten. Und wo wir gerade bei Kreaturen sind, vergessen wir mal nicht Werewolf by Night, der mit einem sehr besonderen Stil nicht nur Werwölfe, Monster, Vampire, Yetis und Co. eingeführt hat, sondern auch einen kompletten Zirkel aus okkulten Monsterjägern, welche dann später an Moon Knight, Black Knight und Blade anschließen werden. Black Panther warf uns zuletzt mitten in die Realisation, dass die Grundidee, auf der die Bürger Wakandas existieren, nicht wahr ist. Dass es mehr Vibranium in der Welt gibt und die ganze Welt sich danach die Finger leckt. Eine ähnliche Story führt in den Comics auch zu einem Bürgerkrieg innerhalb Wakandas, der hier vermutlich auch kurz bevorsteht. Dazu kam natürlich auch noch Namors Reich Talokan, eine neue Weltmacht hinzu, welche nun als Feind der CIA und damit US-Regierung und vermutlich auch anderen Regierungen steht. Außerdem lernen wir Riri Williams kennen, die offizielle Nachfolgerin von Tony Stark, die hier ist, und wir erfahren auch von ihrer Genialität in ihrem jungen Alter, die sie dazu qualifiziert, diese Nachfolge anzutreten. She-Hulk führt zudem noch Daredevil als Teil des MCUs vollumfänglich ein, nachdem wir ihn nur ganz kurz in No Way Home sehen konnten. Und das auch nur in seiner Anwaltfunktion, der kurz einen Backstein fängt. Was Thor uns ebenfalls übrigens gibt, ist ein kleiner Einblick in die Urgewalten des Universums. Eternity zum Beispiel ist eine sehr wichtige und mächtige kosmische Instanz, welche hier noch nicht wirklich so viel aufkam. Sie wurde eben jetzt mal eingeführt und die Effekte in dieser Szene sind übrigens gerade in 3D wirklich atemberaubend gewesen. Genau so war diese Szene am Ende des Films sehr ernst und emotional, gut gespielt und wichtig für die Entwicklung von Thor, der endlich gelernt hat, mit Verlust umzugehen.
ein bedeutsamer Moment für diesen Helden, den wir seit Anfang an mit begleiten. Und genau darauf möchte ich auch nochmal eingehen. Klar saßen die CGI-Effekte gerade bei den Serien nicht immer auf dem Level von Endgame oder Infinity War, aber das ist der lustigste Punkt. Auch in diesen zwei Filmen saßen die Effekte nicht immer. Ihr fokussiert euch eben nur auf andere Szenen bei Infinity War und Endgame, die besser aussahen. Moonlights Anzug sieht in manchen Szenen der Serie etwas wonky aus und der Gigafight am Ende der Serie wirkt ein bisschen erzwungen. Aber Khonshu fügt sich in beinahe allen Szenen, wo er auftaucht, perfekt ein. Genauso wie unsere Hippogöttin. Der schwebende Kopf von Axel in Thor Love and Thunder ist ein wenig weird in beiden Versionen, die rausgebracht wurden. Die Transformation von Gore auf seinem Mond, Eternity und um ehrlich zu sein, der gesamte Götterpantheon in Omnipotent City, sowie die Ziegen und die Rattenmenschen am Anfang des Films sehen CGI-mäßig fantastisch aus. Dr. Stranges Reise durch das Multiversum, der Ort, an dem das Book of Vishanti steht, der Kampf mit den Illuminati, der Kampf in Kamar-Tash, der Musical-Fight in Multiverse of Madness, das sind alles großartige Effekte. Aber dieses Auge, was zweimal für 3 Sekunden zu sehen ist, das macht den Film zu einem Film mit schlechten CGI. Versteht ihr, was ich meine? Das ist zum einen alles subjektiv, zum anderen sind es einzelne kleine Momente, die abgenickt wurden, weil die Effektstudios einfach nicht genug Zeit hatten, es zu finishen oder nicht wussten, wie sie es jetzt besser in der Zeit, die sie haben, machen können. Ihr seht wortwörtlich im Film oder in der Serie, dass der Qualitätsstandard des MCUs ein anderer ist. Das gilt auch für She-Hulk. Die Effekte von Jennifer und Bruce in vielen Szenen sind identisch. Die Kleidung ist eher ein Problem und das liegt vermutlich ebenfalls daran, dass die Studios eben nicht so viel Zeit hatten, das zu finishen und das auch aus dem Homeoffice mit privaten Rechnern machen mussten und nicht auf die ganzen Server zugreifen konnten. Vergleichen wir das aber vor allem mit anderen Superhelden-Serien wie aktuelle Folgen von Flash zum Beispiel oder auch was in Agents of S.H.I.E.L.D. am Ende so war, sehen wir, dass der Standard von MCU-Projekten deutlich höher ist, selbst bei den schlechten Szenen, als von denen der Standard war. CG ist definitiv ein Punkt in der Zukunft beim MCU, der hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit bekommt, denn die Studios können das besser machen. Das sieht man, wie gesagt, in denselben Projekten, einige Szenen davor oder danach. Gleichzeitig bleibe ich aber auch dabei, dass CGI oft nur kritisiert wird, weil man eben nichts anderes findet, um auszudrücken, warum man eine Serie oder einen Film nicht wirklich mochte und deswegen sagt, die Serie ist scheiße, weil, guck mal, wie der aussieht. Schaut euch No Way Home beispielsweise an. Da sind eine Menge CG-Probleme drin gewesen. So viele, dass es tatsächlich 3 verschiedene Versionen des Kinofilms gab, während er lief. Doch dazu waren viele Leute im Film einfach zu sehr von der Nostalgie gefasst und von den großen Bums-Szenen. Also nicht, nein, also den Szenen mit Bums. Das liegt aber auch daran, dass No Way Home eben klassische Marvel-Beats zieht. Action, Humor, Schnelligkeit, große Kämpfe, große Effekte. Dazu kommt natürlich noch der immense Nostalgie-Faktor und Fanservice. Das bügelt schnell mal wieder Wogen glatt, gerade weil es ein beliebter Charakter ist. Aber solchen Luxus hat She-Hulk und Miss Marvel halt einfach noch nicht. Und sie sind eben absichtlich in eine Richtung gegangen, die nicht klassisch dem MCU entspricht und dadurch haben sie auch einiges an Kritik bekommen. Und darauf komme ich jetzt wieder zurück. Der Grund, warum ihr vielleicht auch den Eindruck habt, dass das MCU schlechter geworden ist, ist an 2 Dingen festzumachen. Die Figuren, die wir dieses Jahr thematisierten, waren beinahe alle neue MCU-Figuren, welche die breite Masse einfach nicht kannte. Die Effekte waren aufgrund der Pandemie und der Menge der Projekte nicht 100% sitzend. Die Ausrichtungen der Projekte waren ab des Gewohnten und die Erwartungen der Zuschauer wurden daher nicht erfüllt. 10 Jahre immer der gleiche Marvel-Film mit gleichem Grundplot, nur anderen Figuren und Settings, das haben uns als Marvel-Fans gehardcoded quasi darauf. Das ist, als würde ich auf einmal auf diesem Kanal anfangen, Regale zu bauen und Messer zu schmieden, statt Fantheorien um Marvel und Star Wars zu bringen. Das würde euch auch irritieren. Aber das bedeutet nicht, dass irgendwer das nicht trotzdem gut findet. Das bedeutet nicht, dass das MCU unrettbar tot ist oder einfach schlechter Schrott. Das bedeutet, dass sie mehr ausprobieren und eine diversere Fanbase erreichen wollen. Und die Reaktionen sehen wir an den Projekten, wenn wir schauen, wie darüber geredet wird von Leuten, die tatsächlich damit angesprochen werden. Wie gesagt, viele Frauen feiern She-Hulk, weil sie sich repräsentierter fühlen. Viele Pakistani feiern Miss Marvel, weil ihre Kultur thematisiert wird. Shang-Chi ist vor allem beliebt bei Asian Americans und Fan von Martial Arts Filmen. Und so weiter und so weiter. Eternals hat genauso viele Fans wie Kritiker aus einer Menge an Gründen und so weiter und so weiter und so weiter. Das Problem ist eigentlich nur, dass alles so schnell hintereinander kam und nicht abgewechselt wurde. Hätte man jetzt She-Hulk nach WandaVision und dann Shang-Chi und Miss Marvel und Loki und Doctor Strange und dann Moon Knight und dann Hawkeye und Falcon and the Winter Soldier und Spider-Man einfach ein bisschen eben in so einer Reihenfolge gemischt und alte und neue abgewechselt, wären wir vermutlich jetzt an diesem Punkt nicht mit so einem bitteren Nachgeschmack, wie ihr ihn habt. Abgesehen davon, dass eben genau diese gut bewerteten Projekte ja ebenfalls Teil der Phase 4 sind. Loki führt uns in eine fantastische Welt der TVA und von Kang the Conqueror ein. WandaVision zeigt uns zum ersten Mal die
Kräfte der Scarlet Witch und wir lernen, dass Vision wieder zusammengesetzt wurde und irgendwo da draußen ist. Außerdem lernen wir S.W.O.R.D. kennen. Mit Agatha bekommen wir eine unglaublich sympathische böse Hexe. Wir springen durch das Multiversum und erfahren, dass es dort nicht nur die Fantastic Four und X-Men gab, sondern wie diese Welten es schafften, ihr Universum vor Thanos zu retten in Doctor Strange. Wir sehen, wie Spider-Man endlich zu dem Peter Parker der Comics wird. Ein Nobody im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben Daredevil ins MCU bekommen, sowie Kingpin. In What If sahen wir einen Ultron, der gewann und einen Doctor Strange, der verlor. What did you do? No, 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 no. Die Phase 4 ist voller so grandioser Momente, dass in meinen Augen es wirklich schwer ist, die Kritikpunkte von einigen ernst zu nehmen, wenn sie sagen, ja, aber diese Greenscreen in Black Widow macht alles kaputt. Denn die Phase 4 ist bei Weitem kein kompletter Schrott oder das Schlechteste, was jemals produziert wurde. Die Phase 4 des MCUs ist durchwachsen. Allerdings war die Reihenfolge und Menge der Experimente in kurzer Zeit vielleicht etwas viel für jemanden, der einfach nur Fan des klassischen, immer gleichen MCUs war. Und ich erinnere hier auch nochmal daran, das war der größte Kritikpunkt an Marvel. Jeder Film war gleich und sieht gleich aus. Das haben sie abgelegt und das ist jetzt der größte Kritikpunkt. Doch an der Stelle möchte ich zum Schluss nochmal sagen, vielleicht sollten wir uns weniger daran klammern, unbedingt erzählen zu wollen, warum wir etwas nicht so cool finden, weniger emotional mit diesen Dingen umgehen und einfach damit leben, dass nicht immer alles für jeden ist und wie es VFX-Shots und ein offensiv geschriebener Satz jetzt nicht ein ganzes Projekt zu Müll und Schrott machen. Und wenn ihr das jetzt bei irgendwem in den Kommentaren zitieren wollt, weil ihr dieselbe Idee habt, dann zitiert mich richtig. Das ist eine Sache, die ich nämlich ebenfalls bei vielen meiner Kommentare merke. Die Kritik kommt nicht wirklich oft von den Zuschauern selbst, sondern ist eins zu eins das, was der ein oder andere kritische Filmkritiker auf YouTube sagt. Wie gesagt, Massenpsychologie ist was Faszinierendes. Gibt den Leuten einen Grund, sich aufzuregen, wenn sie ihn selbst nicht so ganz finden. Und du hast sie in der Tasche. Und sie verbreiten deine Botschaft. Also, ich hoffe, ihr kommentiert jetzt hier etwas Abgewogenes, was noch niemand anderes gesagt hat und regt euch nicht auf. Leute, die sich in meinen Kommentaren toxisch verhalten, wandern ja sowieso auf die Blockliste. Ich bitte euch also erstmal darüber nachzudenken, was ich hier gesagt habe und dann zu kommentieren. Was denkt ihr denn davon? War die Phase 4 wirklich so schlimm? Oder ist das alles etwas hyperbolisch formuliert dafür, dass es nur eine Handvoll Minuten nicht so geile Szenen gab? Wenn ihr jetzt noch mehr wirklich gute Momente der Phase 4 des MCUs sehen wollt, dann schaut euch doch mein letztes Video an, wo ich meine liebsten Momente der Phase 4 einmal gerankt habe und ich wünsche euch sehr viel Spaß damit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Renjahorn.